Einen schönen guten Abend, meine sehr verehrten Damen und Herren. Mein Name ist Christoph Leichtweiß und im Namen der Hypos Finanzplanung und unserer Partner darf ich Sie sehr herzlich zum heutigen Kapitalmarktdialog begrüßen. Es wird so sein, dass Sie natürlich die Möglichkeit haben, Fragen zu stellen. Sie können hierzu das Chatfenster nutzen und sofern es direkt passt, werde ich gleich auf die Frage eingehen. Und sofern es an einem späteren Zeitpunkt Sinn macht, weil dann vielleicht auch eine passende erklärende Folie kommt, dann werde ich später darauf eingehen. Aber bis zum Ende der Online-Konferenz werden wir auf alle Fragen eingehen. Vom Fahrplan wird es so sein, dass wir uns zunächst mit einigen Fragestellungen beschäftigen, die momentan an den Märkten diskutiert werden. Also ein bisschen China-Euro-Dollar-Wechselkurskrieg. Dann gehen wir auf das Thema US-Notenbank und Zinssituation USA ein. Und danach gibt es einen kleinen Leitfaden, wie Sie richtige finanzielle Entscheidungen treffen können, auch wenn Sie keine Ahnung haben, wie die Zukunft aussieht und wobei man momentan in der Portfoliokonstruktion besondere Achtung drauflegen muss, respektive welche Stolpersteine vielleicht hier momentan auch aufgrund der Niedrigzinssituation auf uns lauern. Wir steigen direkt ein mit dem Smalltalk und was meine ich mit Smalltalk? Das sind die Themen, die momentan am Kapitalmarkt diskutiert werden oder die auch in den Medien natürlich typischerweise rauskommen. Also diese Kernfrage, wird China uns alle in den Abgrund reißen? Das Wachstum in China verändert sich, das Wachstum ist nicht mehr bei 9, irgendwas Prozent wie in der ersten Dekade der 2000er Jahre und nun wird vielfach diskutiert, ob China eine sogenannte harte Landung vornimmt oder ob man sich durch parteipolitische und sonstige fiskalische Interventionen eben hier auch wieder ein stabileres wirtschaftliches Umfeld einschießen kann. Also dementsprechend habe ich Ihnen das mal mitgebracht, auch den Vergleich zu Japan und was Sie hier sehen. Im Chart ist nichts anderes in Blau dargestellt für Japan. Sie sehen, Japan hat mal rund, gemessen an der globalen Wirtschaftsleistung, ja, irgendwo rund 17% der Wirtschaftsleistung global ausgemacht. Also war doch natürlich auch ein wichtiger Treiber hier in der globalen Wirtschaft, bevor dann eben auch die Blase am Immobilienmarkt, respektive am Aktienmarkt in Japan auch geplatzt ist. Und danach ist der Anteil Japans an der globalen Wirtschaftsleistung konstant nach unten gegangen. Sie sehen es, momentan liegen wir bei rund 6%. Und wenn wir uns heute China anschauen, dann stellen wir fest, wenn wir das Ganze mal währungsbereinigt nehmen, dann sind wir hier. Also China trägt rund 13% zur globalen Wirtschaftsleistung bei. Und damit möchte ich Ihnen einfach nur sagen, ja, das Wachstum in China verlangsamt sich. Ja, wir sehen gegebenenfalls auch einen Fokus auf andere Sektoren. Wir werden natürlich feststellen, dass Segmente, die besonders stark profitiert haben in den ersten 10 Jahren des Jahrtausends, also sei es der Rohstoffsektor, seien es natürlich auch die Immobilien- und Währungsmärkte in rohstoffreichen Ländern wie zum Beispiel Norwegen, Australien oder auch Kanada und einige Schwellenländer wie beispielsweise Brasilien auf der Rohstoffseite. Für die wird es natürlich schwieriger, wenn sich das Wachstum in China verändert. Und von daher glaube ich, die Einflussfaktoren auf einzelne Sektoren sind größer einzuschätzen oder auch auf einzelne Währungen als jetzt auf die globale Wirtschaft. Und das wollte ich Ihnen hier einfach mal zeigen. Es wird natürlich nie einen Strich geben, aber den gibt es natürlich als kürzeste Verbindung zwischen zwei Punkten im Privatleben und allen anderen Aspekten des täglichen Lebens auch nicht. Und so wird es auch mit der globalen Wirtschaftsleistung sein. Ja, wir könnten ja doch einige Schlaglöcher noch vor uns haben, aber dass China jetzt hier so brutal einbricht, dass hier die Welt untergeht, das sehe ich momentan aus den Zahlen hier letztendlich nicht. Wie gesagt, besonderer Fokus liegt natürlich auf einigen Rohstoffwährungen, Rohstoffsektoren und natürlich auch den Rohstoffpreisentwicklungen. Da haben wir doch schon spektakuläre Bewegungen gesehen, hier natürlich entsprechend nach unten. Wechselkurse, viel Lärm um nichts. Auch hier das Thema Euro-Dollar nochmal handelsgewichtet. In dieser orangenen Linie hier eingestellt, auf den Wert 100 normiert, sehen Sie den Durchschnitt seit dem Jahr 2000. Und Sie sehen, es gab Phasen, da hatten wir eben Überschießen über den Durchschnitt. Es gab Phasen wie aktuell, da haben wir einen Unterschießen unter diesem Durchschnitt. Und natürlich, klar, wenn alle Welt versucht, mal Zinsen zu senken und über Notenbankinterventionen in die Marktmechanismen einzugreifen, dann haben wir natürlich auch Übertreibungen und nach oben und Untertreibungen nach unten. Aber letztendlich muss man sagen, ja, klar, wir sehen momentan, profitiert natürlich die Eurozone, die exportorientierten Unternehmen in der Eurozone profitieren natürlich. Auf der gleichen Seite werden natürlich die US-amerikanischen Unternehmen, die natürlich im Export tätig sind, die werden natürlich durch den stärkeren Dollar getroffen. Auf der Seite sehen wir also niedrigere Gewinne bei den US-Unternehmen und wir sehen eine Stabilisierung
bei den europäischen Unternehmen. Und schauen wir mal, wie das Bild in 12 oder 15 Monaten ist. Aber ich möchte Ihnen auch hier einfach mal zeigen, das sind vielfach natürlich schöne Pressemitteilungen und natürlich tolle Schlagzeilen. Aber letztendlich glaube ich auch, dass hier vieles ein bisschen überschätzt wird im langfristigen Kontext. Zumindest wenn man das aus der Sicht der Kapitalanlage betrachtet. Unsere Meinung sieht so aus, dass wir weiterhin wahrscheinlich sehen, dass der Euro sich schwächer entwickeln wird als der US-Dollar. Der Grund ist relativ simpel. In der Eurozone werden wir wahrscheinlich weiterhin Notenbankinterventionen haben. Gegebenenfalls könnte man auch am Zinssatz für die Einlagen der Banken nochmal diskutieren. Also die Negativzinsen könnten hier noch weiter ins Minus rutschen. Damit versucht die Notenbank eben hier auf die sehr niedrigen Inflationsraten, respektive auch die niedrigen am Markt inflationsgehandelten Erwartungen einzugehen. Und wenn die Europäische Notenbank eben ihr mehr tut, um die Notenbankbilanz auf ja rund 3 Billionen Euro auszudehnen und die Amerikaner tun letztendlich ein bisschen weniger, dann spricht das Ceteris Paribus natürlich dafür, dass sich dieser Trend, wie wir ihn aktuell auch gesehen haben, eher fortsetzen wird. Ob wir dann auf die Parität zulaufen oder ob es sogar noch weit darüber geht, wie eine oder andere Investmentbank meint, das werden wir sehen. Und das wird vor allem auch von der Zinsdifferenz von Europa und eben den USA hier abhängen. Aber wie gesagt, aus der Anlageperspektive, wenn man davon ausgeht, dass Sie ein globales Anlageportfolio halten, also Aktien, Anleihen aus verschiedenen Währungsräumen, dann glaube ich, dass sich da vieles im Durchschnitt wiederum nivellieren wird. Und vor allem auch die Währungsentwicklungen sind natürlich auch sehr, sehr schwer vorherzusehen. Das Thema Eurozone und natürlich hier Haushaltspolitik ein wichtiges Thema. Sie sehen es auch hier mal dargestellt, die Prognosen für 2015. Also hier vielleicht noch zur Erklärung, was Sie hier sehen. Hier ist die 0%-Grenze und Sie sehen es, für Deutschland wird für 2015 wird ein Überschuss erwartet. Schauen wir mal, ob der zu halten ist. Also diese blauen Balken ist die Prognose für 2015. Diese orangenen Punkte, das ist der Durchschnitt der letzten 10 Jahre. Und wenn Sie das mal genau sehen, dann stellen Sie fest, dass wir hier nur wenige Länder haben, die im Endeffekt im Durchschnitt hier rechts von der Nulllinie sind. Der Rest ist nämlich links von der Nulllinie. Also hat hier eben auch entsprechende Defizite, die er eben entsprechend produziert. Und ich denke, mit den Herausforderungen, die wir vor uns haben, zum einen aus der demografischen Entwicklung, also dass die geburtenstarken 16er Jahrgänge natürlich auch irgendwann mal Richtung Ruhestand gehen, dass wir weiterhin in der Eurozone noch ungelöste strukturelle Probleme haben, die zu lösen sind. Dann der technologische Fortschritt, die digitale Disruption, die natürlich auch noch neue Geschäftsmodelle hervorbringt, die vielleicht auch im einfachen Segment der Arbeit weiterhin Jobs kosten können. Das alles sind Punkte, mit denen die Gesellschaft noch lernen muss, umzugehen. Und in einer demokratischen Welt, wo natürlich die Parteien auch auf 4 Jahre denken und die Motivation hoch ist, wieder gewählt zu werden und natürlich der ältere Teil der Bevölkerung auch entsprechenden Anteil der Wählerschaft stellt, kann ich es mir sehr, sehr schwer vorstellen, dass wir in dieser Gesamtgemengelage hier eine große Haushaltsdisziplin in der gesamten Eurozone sehen werden, in Kombination mit der großen Herausforderung der Flüchtlingsintegration, dessen Finanzierung und auch Umverteilung der Lasten innerhalb der Europas und innerhalb der Währungsunion, denke ich schon, hier wird es Zugeständnisse geben bei der Wirtschaftspolitik, bei dem Schuldenthema. Also man könnte zum Beispiel sagen, naja gut, aus der Schuldengrenze, die wir sehen, rechnen wir zum Beispiel die Kosten, die für die Flüchtlingsintegration anfallen, die rechnen wir heraus. Oder liebes Griechenland, wenn ihr euch entsprechend verschuldet oder Kredite bekommt, die zur Außensicherung oder zur Sicherung der europäischen Außengrenzen dienen, dann rechnen wir das aus den Defizitgrenzen heraus. Also ich denke, da wird man in der Haushaltspolitik ziemlich kreativ sein und von daher dieses Thema hohe Schulden und auch Defizite, das wird uns anderweitig verpackt und mit anderen plakativen Beschriftungen weiterhin natürlich verfolgen. Eine Frage haben wir, die kam rein. Verliert der Euro am Wert deswegen so stark, weil wir die quantitative Erleichterung haben? Also ja, das ist natürlich ein wesentliches Thema. Natürlich zum einen die US-Notenbank macht es momentan so, dass man fällige Staatsanleihen, die man im Bestand hat, wenn sie hier auslaufen, dass man die einfach nur wieder letztendlich neu kauft und sonst nichts weiter neu ankauft. In Europa kaufen wir ja für rund 65 Milliarden im Monat momentan Papiere an. Und zudem haben wir noch eine Zinsdifferenz an den Anleihenmärkten, die ich Ihnen auch gleich zeige, die natürlich viele internationale Investoren dazu bringt, eher in den USA im Zinsbereich zu investieren als in der Eurozone. Aber das Bild habe ich gleich auch noch dabei. Also nehmen Sie hier bitte mit dieses Thema.
Defizite in unterschiedlichen Verpackungen mit verschiedenen Rechtfertigungen und den großen Herausforderungen aufgrund technologischen Fortschritt, Demografie und so weiter, die wird uns dauerhaft beschäftigen und da ist von Schuldenabbau überhaupt keine Rede. Die Frage ist, wie wird man das Thema langfristig lösen? Und dann geht es darum, entweder haben Sie eine Inflation, die höher ist als der Zins, Stichwort finanzielle Repression, oder Sie müssen irgendwann die Schulden neu strukturieren. Also Schulden streichen, respektive deren Tilgung in der Laufzeit stark verlängern oder diese zinsfreistellen. Und da die Vermögen des einen, die Schulden des anderen sind, haben wir hier natürlich einen klaren Zusammenhang. Und ich glaube, im aktuellen Finanzsystem wird man das Ganze eben nominal aufblähen, um die gesellschaftspolitischen Probleme hier eher geringer zu halten und nebenbei natürlich auch der Politik zu ermöglichen, hier entsprechend sich zu positionieren. Also, kommen wir zur US-Notenbank und dem Karneval. Was das mit dem Karneval zu tun hat, das ist nicht nur der Grund, dass wir morgen den 11.11. haben, sondern ich habe da noch auch ein Lied gefunden, was meines Erachtens vom Text momentan sehr, sehr gut zu dem passt, was wir momentan bei den US-Zinsen sehen. Also zunächst am Freitag gab es Daten vom Arbeitsmarkt und Sie wissen, das macht gar keinen Sinn, einzelne Datenpunkte herauszugreifen, also jetzt die Jobsdaten im Januar oder im März oder im November. Also wir sollten uns auch immer die Trends anschauen und das ist auch, was Sie hier sehen in Rot. Das ist der gleitende 3-Monats-Durchschnitt der neu geschaffenen Stellen. Da sehen Sie, da haben wir einen relativ soliden Trend. Man schätzt, dass man ungefähr 85.000 neue Stellen pro Monat benötigt, um die Arbeitslosenquote in den USA konstant zu halten. Wir hatten jetzt die Erwartung von 180.000 für den letzten Report. Das waren, ich glaube, um die 270.000. Aber wie gesagt, wichtiger ist der Trend und der Trend ist auch, Sie sehen es ja im Chart, schon sehr, sehr lange auf einem doch auskömmlichen Niveau und von daher in dieser Perspektive der US-Arbeitsmarkt durchaus solide. Zum nächsten Punkt, auch die Vollzeitstellen in den USA, die sind auf einem Allzeithoch. Also wir sehen es hier in Millionen Amerikanern ausgedruckt, Sie sehen es auch hier ja, im Vergleich. Wir sind im Endeffekt über dem Niveau, was wir vor der Krise hatten, also vor der Finanzkrise, also die Vollzeitstellen auf dem Allzeithoch. Spricht ja durchaus auch dafür, dass der Arbeitsmarkt in einer vernünftigen Verfassung ist. Gleichfalls geht es weiter hier bei der Arbeitslosenquote, die hier in schwarz dargestellt auf der rechten Skala. Da sind wir, ich glaube, meines Erachtens momentan mit einer Punktlandung bei 5%. Und wir alle wissen natürlich, dass die Arbeitslosigkeitsstatistiken sich auch im Laufe der Zeit ändern. Dann gibt es hier noch Schattenstatistiken, die das bezweifeln. Wir diskutieren dann über Partizipationsquoten und Ähnliches. Aber nichtsdestotrotz, auch wenn wir es uns hier anschauen, der Anteil in diesem, ja, was ist das hier, blau-lila dargestellt, das ist der Anteil der Personen, die Teilzeit arbeitet aus wirtschaftlichen Gründen, also die gerne Vollzeit arbeiten würden, aber einfach keinen Vollzeitjob bekommen, also nur Teilzeit arbeiten. Da sehen Sie, die ist seit der Finanzkrise auch ein gutes Stück nach unten gekommen. Und auch die breiter gefasste Arbeitslosenquote U6 in den USA, die ist seit der Krise, oder ich glaube seit langem auf jeden Fall, erstmals unter 10%. Also summa summarum, trotz aller Probleme, die da sind, was Ungleichheit betrifft, was Reallohnsteigerung betrifft, was den Anzahl der Amerikaner betrifft, die Essens- und Brotmarken empfangen, muss man sagen, für das Umfeld, auch im globalen Vergleich der US-Arbeitsmarkt, durchaus ein solides Bild. Und das sehen Sie auch hier nochmal dargestellt. In diesem Braun sehen wir den Leitzins in den USA, in Blau sehen wir die Arbeitslosenquote. Und wenn Sie das bitte auch mal in den letzten Jahren sich anschauen, wir beginnen ja hier relativ früh, also 1970, um Ihnen einen repräsentativen Zeitraum zeigen zu können. Und wenn Sie das hier mal anschauen, dann müssen wir doch sagen, also liebe Leute, wenn wir in der Vergangenheit eine Arbeitslosenquote von 5% hatten, also wie Sie das in diesem Zeitraum dann eben auch mal sehen, dann sehen wir doch, dass wir ein anderes Leitzinsniveau hatten. Also hier, klar, immer ein bisschen verschoben auf der Zeitachse. Und deswegen meines Erachtens kann man ganz klar sagen, wenn die Notenbank hier auf die Arbeitslosenquote schaut, dann ist durchaus das Potenzial da, hier die Nominalzinsen, also die Geldmarktzinsen entsprechend zu erhöhen. Und die anderen Komponenten, man schaut auf die Inflationserwartungen, man schaut auf natürlich die internationale Komponente, weil auch den Amerikanern ist natürlich klar, wenn sie die Zinsen erhöhen, werden sie tendenziell natürlich noch mehr Geld aus dem Ausland anziehen. Noch mehr Geld anziehen bedeutet
dass der Dollar weiter aufwerten würde. Das würde die eigenen Exportunternehmen wieder treffen. Aber am Ende des Tages, wenn wir uns ja die ökonomischen Daten mal anschauen und vor allem da ja auch 70% der US-Wirtschaftsleistung vom Binnenkonsum abhängen, dann sind wir meines Erachtens bei Fasching und bei Karneval, muss man ja, glaube ich, korrekt sagen. Und Sie kennen vielleicht noch das Lied der Höhner, damals als Deutschland Handball-Weltmeister geworden ist. Ich habe ihn da mal drei, vier Zeilen rauskopiert und ich finde, das passt super einfach zur US-Notenbank und die sprechen mir eigentlich aus dem Herzen. Lass es raus, sprich dich aus, irgendwann ist es zu spät. Also, wenn man jetzt in dieser Phase der wirtschaftlichen Daten nicht mal von dieser Nullzinspolitik wegkommt, wann will man denn dann von der Nullzinspolitik weg? Also, das muss man sich ja auch mal fragen. Wenn Sie mal vor 10 Jahren sich oder vor 20 Jahren sich vorstellen, man hätte Ihnen gesagt, hey, die Arbeitslosenquote ist bei 5% und auch die anderen Statistiken sind so, wie ich es Ihnen eben hier gezeigt habe, dann würde man sagen, naja, was ist der angemessene Zins? Also auf keinen Fall 0 bis 0,25%. Und von daher kann man es schön zusammenfassen, wie es die Höhner ja auch hier singen. Wenn nicht jetzt, wann dann? Wenn nicht hier, sag mir wo und wann. Also sprich, wenn nicht die Amerikaner die Zinsen erhöhen sollen, wer soll es dann tun? Also wenn nicht du, wer sonst? Es wird Zeit, nimm dein Glück selbst in die Hand. Also schaut nicht zu sehr auf die internationale Komponente. Lasst euch da nicht von allen durcheinanderbringen, sondern schafft jetzt mal Klarheit in der Zinskommunikation, weil dem Kapitalmarkt und den Teilnehmern ist natürlich auch klar, sobald das natürlich zu Problemen bei der Wirtschaft kommen wird, sobald man merkt, dass Zinsen oder höhere Zinsen ein Problem darstellen, wird die Notenbank wieder Gewehr bei Fuß stehen. Dann kann ich mir auch wieder quantitative Eingriffe in den Anleihemarkt vorstellen. Dann kann ich mir auch wieder fallende Zinsen vorstellen. Aber im jetzigen Umfeld ist, glaube ich, mit dieser Folie und dem Zitat aus dem Lied der Höhner hier alles gesagt. Dann noch eine Frage. Aus der Grafik hier raus ist keine Verbindung zwischen Leitzins und Arbeitslosigkeit ersichtlich. Na gut, was ist hier der Kontext? Der Kontext ist im Endeffekt so, nochmal kurz zur Erinnerung, die Arbeitslosenquote hier in blau dargestellt und der Leitzins in diesem braun. Und die Message ist einfach, der Leitzins muss nicht so niedrig sein für das aktuelle Niveau der Arbeitslosigkeit. Sprich, die Arbeitslosigkeit ist hier mit 5% so niedrig, dass wir auch ganz klar sagen müssten, der Zins könnte höher sein. Weil in der Vergangenheit, Sie sehen es ja auch in anderen Phasen, wenn wir eben mal hier schauen, dann hatten wir einen Leitzins, der ist um ein x-faches größer, obwohl die Arbeitslosigkeit damals sogar ein bisschen höher war. Und das ist damit gemeint, wenn man auf die Arbeitslosenquote und die Struktur des US-Arbeitsmarktes schaut, dann muss man ganz klar sagen, ja, es ist durchaus möglich, dass ihr die Zinsen erhöht, weil wenn ihr es nicht in diesem Umfeld erhöht, wann wollt ihr es denn sonst tun? Weil die nächste Rezession kommt bestimmt, der nächste wirtschaftliche Rückgang wird irgendwann kommen und dann brauche ich auch ein gewisses Zinsniveau, von dem ich auch mal wieder reduzieren kann, um die Wirtschaft hier zu unterstützen. Und vor allem, glaube ich, jedem klar, dass niedrige Zinsen führen natürlich auch zu volkswirtschaftlichen Fehlallokationen, weil Transaktionen und Geschäfte getätigt werden, die eigentlich wirtschaftlich keinen Sinn machen. Das sieht man ja auch momentan vielleicht in einigen Bereichen der ganzen digitalen Investitionen, der, ich sag mal, zum Teil vielleicht auch bei manchen Geschäftsmodellen der Internet-Euphorie, wo man doch manchmal fragen musste, wie Geschäftsmodelle, die noch nie einen Euro Ertrag generiert haben, auf einmal mit zig Milliarden bewertet sein sollen. Und ich glaube, das sieht man auch in den USA und dementsprechend, wie gesagt, mein Fazit wäre, die Zinsen könnten auf jeden Fall mal hoch, hier als mal zentrale Folie dargestellt. Und wie gesagt, wenn nicht du, wer sonst möchte man der US-Notenbank doch hier zurufen? In den USA wäre es die erste Zinserhöhung seit 7 Jahren. Sie sehen hier mal dargestellt die Leitzinsen für verschiedene Währungsräume auf globaler Ebene. Und Sie sehen im Endeffekt, wir sind da wirklich auf einem sehr, sehr niedrigen Niveau. Wenn wir uns das Ganze mal betrachten, ja, Australien sticht hier noch raus mit 2%. Die Schweizer haben sogar einen negativen Zins. Schweden hat negative Zinsen, ja. Und wie gesagt, momentan globale Niedrigzinsphase und die Amerikaner wären also hier mal die Ersten, die hier wirklich in die andere Richtung gehen würden. Und meines Erachtens wäre das ein spannendes Thema auch zu schauen, wie die Kapitalmärkte darauf reagieren. Und dazu habe ich aber natürlich noch gleich eine Meinung. Ansonsten wichtig natürlich bitte, dass wir, dann noch eine Frage, können Sie bitte den negativen Zins erklären? Ja gut, der negative Zins heißt nichts anderes, als dass die Notenbank sagt, liebe Geschäftsbank, wenn ihr Geld auch bei uns oder der Leitzins der Volkswirtschaft, der ist eben negativ und dazu kommt noch, wenn ihr als Geschäftsbank bei uns als Notenbank Geld parken wollt, dann gebt ihr auch noch einen Strafzins und das ist ja auch in der Eurozone der offizielle Leitzins bei 0,05%.
Und den Zins, den die Banken zahlen müssen, wenn sie Gelder bei der Notenbank parken, der ist eben sogar im Minus. Und es gibt Spekulationen darüber, dass Mario Draghi den noch weiter ins Minus nehmen wird. Also wird es für Banken unattraktiver, Geld zu lagern. Gleichzeitig wird es natürlich auch für Unternehmen und private Haushalte ungünstiger, sein Geld zu parken. Damit möchte man natürlich das Geld von den Konten bekommen. Man möchte Geld einer produktiven Verwendung zuführen, weil das meines Erachtens ja auch ein Punkt, den wir uns immer wieder in Erinnerung rufen müssen. Am Ende des Tages ist Geld ja aufgesparte Kaufkraft und ich glaube, es war nie gedacht, dass Gelder auf Tagesgeldkonten oder kurzfristigen Einlagen wie Girokonten hier teilweise ja jahrelang oder vielleicht ja sogar ein Jahrzehnt einfach nur quasi sehr niedrig verzinst rumliegen. Deswegen, wir haben sehr, sehr viel Geld, wir haben sehr, sehr große globale Ersparnisse. Geld ist nicht knapp und dementsprechend, da das Gut Geld nicht knapp ist, ist sein Preis, der Zins eben auch niedrig. Und die Frage ist viel eher, wie kann man die globalen Geldvermögen, die zugegebenermaßen sehr ungleich natürlich verteilt sind, wie kann man die einer produktiven Verwendung zuführen? Weil grundsätzlich im Geldsystem ist es ja nie gedacht, dass Geld einfach hier auf Ewigkeiten völlig unproduktiv auf den Konten rumliegt. Und das ging 35 Jahre lang, weil wir hohe Zinsen hatten, weil wir ein fallendes Zinsniveau hatten, was Rückenwind für Anleihen war. Aber wie gesagt, das ist Geschichte, Finanzgeschichte. Die Entwicklung der Anleihen der letzten 35 Jahre kann sich mathematisch nicht wiederholen. Und das birgt natürlich große Probleme für die Geschäftsmodelle von Banken und Versicherungen, aber natürlich auch große Herausforderungen in der Finanzierung und Ausgestaltung von Vermögensaufbauprozessen für die Altersvorsorge. Oder eben auch der Finanzierung von Garantien, die man in der Vergangenheit bei einem hohen Zinsniveau abgegeben hat. Also schauen Sie bitte aber auch nicht nur auf den Leitzins. Das ist ein wichtiger Punkt. Der Leitzins ist ja natürlich auch relevant für den Geldmarktsatz, aber für die Unternehmen in der Refinanzierung oder natürlich auch für all diejenigen, die eine Immobilie erwerben möchten und diese mit einem Kredit finanzieren. Da müssen wir auf die Zinsstrukturkurve schauen und auch das haben wir Ihnen hier mal mitgebracht, damit Sie das mal sehen. Also Sie sehen hier, das ist jeweils die Restlaufzeit, 2 Jahre, 7 Jahre, also 2 Jahre, 5 Jahre, 7 Jahre, 10 Jahre, 10 Jahre. Und in Blau sehen wir die Rendite für die USA. In Orange sehen wir das für euronotierte Anleihen. Und was Sie hier jeweils sehen, das ist die Verzinsung einer Unternehmensanleihe mit noch guter Bonität, also eine solide Adresse, bei der man aber davon ausgeht, dass die Bonität schlechter wird, wenn die allgemeine Geschäftslage sich verschlimmert. Also noch sogenanntes Investment Grade. Und diese Differenz wird hier gemessen zur Staatsanleihe und in Grau sehen Sie nochmal auch die Differenz zwischen dem US-Dollar-Raum und den Euro. Und da sehen Sie natürlich, wenn wir uns die Segmente mal betrachten, also wenn Sie mal von mir aus hier die USA nehmen, dann sehen Sie auch schon, dass der Zins hier, also die Rendite für die Unternehmen, die hat sich auch in den vergangenen Monaten schon ein bisschen erhöht. Also man spricht hier auch von sogenannten Tightening. Das heißt, die Risikoaufschläge, die Investoren verlangen für Unternehmensanleihen, die sind ein bisschen nach oben gegangen. Gleichzeitig sehen wir noch den starken US-Dollar. Wir haben auch gesehen, dass der Aktienmarkt ja zeitweise geschwächelt hat. Und alles das hat dazu geführt, dass die Gesamtfinanzierungsbedingungen sich für Unternehmen verschlechtert haben. Das heißt, die haben sich verschlechtert, ohne dass die Notenbank den Zins erhöhen musste. Und deswegen auch hier nochmal ergänzend eben mal die Zinsdifferenz zwischen dem US-Dollar-Raum und dem Euro-Raum dargestellt, weil da sehen wir natürlich auch eine ordentliche Differenz zwischen diesen beiden Segmenten. Und wenn natürlich Europa hier seine langfristigen Renditen durch weitere Anleiheaufkäufe weiter nach unten drückt, gleichzeitig wenn in den USA eine Verschiebung der Zinsstrukturkurve nach oben sehen durch eine Zinserhöhung in gewissen Laufzeiten, dann wird es natürlich relativ gesehen immer attraktiver, sein Geld eben hier entsprechend im US-Dollar anzulegen und eben nicht im Euro-Raum, weil wir haben einfach hier einen ordentlichen Zinsvorteil. Also, wenn wir über Zinsen sprechen, Zinsen ist grundsätzlich natürlich auch oft gemeint der Geldmarktzinssatz, das kurzfristige Geld, aber Sie haben es eben ja gehört, für Immobilien und Unternehmensfinanzierung ist häufig auch der langfristige Zinssatz und auch der Zinssatz relevant, der sich aus Angebot und Nachfrage widerspiegelt. Da spricht man auch über Kreditrisiko und Laufzeit. Prämien, die sich hier in den Kursen entsprechend niederdrücken. Ein weiterer Aspekt, wenn wir über Zinsen sprechen, viele haben ja die Meinung, dass die Zinsen nicht wirklich steigen können, weil die Schulden hoch sind. Also hohe Schulden heißt niedrige Zinsen, weil der Schuldner muss sich die Zinsen leisten können. Aber ich glaube, was hier oft verkannt wird und was viele meines Erachtens auch unterschätzen, ist die Differenzierung der Zinsen. Wir haben ja zum einen den Nominalzins und den Realzins. Der Realzins ist also der Nominalzins abzüglich der Inflation. Also bleiben wir bei dem Beispiel. Wir haben einen Nominalzins von 2%, den kriegen Sie für eine Geldmarktanlage als Beispiel. Sie haben eine Inflationsrate von offiziell 1%, dann ist der Realzins 1%.
Ja, also ihre Kaufkraft steigt dann um 1%. Und real ist dieses 1% das, was der Schuldner, der diese Verpflichtung hat, hier wirtschaftlich tragen muss. So, und jetzt stellen wir uns mal Folgendes vor. Wir sehen vielleicht hier einen Anstieg des Nominalzinses um 2%. Also ich male das hier mal, das ist nicht besonders schick, aber ich denke, Sie können es lesen. Der steigt um 2%. Gleichzeitig ist aber auch so, dass die Inflationsrate sich um, ja, sagen wir mal, 1,5% nach oben verändert. Dann haben wir eine Steigerung des Realzinses lediglich von 0,5%. Das wird den Schuldner, beispielsweise den Staat oder auch das Unternehmen, nicht wirklich aus der Bahn werfen. Aber wenn wir uns mal vorstellen, dass der Nominalzins, der in viele Kapitalmarktpreise eingeht und auch natürlich in Immobilienpreise und ähnliches, wenn der auf einmal 2% höher ist und Kapitalmarktteilnehmer anfangen, erwartete Unternehmensgewinne, erwartete Mieterträge oder auch ihre Kosten für Gold als zins- und dividendenlosen Vermögenswert natürlich mit einem Nominalzins zu diskutieren, diskontieren, der 2% höher ist als heute, dann könnte es natürlich durchaus dazu kommen, dass wir in vielen verschiedenen Vermögensklassen eine gleichzeitige Abwärtsbewegung sehen. Also das meines Erachtens nicht die Zeit, das jetzt ganz im Detail zu erläutern, aber ich hoffe, Sie haben es verstanden. Wenn Ihnen jemand sagt, die Zinsen können nicht steigen, dann fragen Sie bitte, welche Zinsen? Realzins oder Nominalzins? Weil die Argumentationskette, dass die Zinsen aufgrund der hohen Schulden nicht steigen können, die bezieht sich natürlich tendenziell bei vielen in der Denke auf den Realzins, aber der Nominalzins, der kann natürlich durchaus steigen und wie gesagt, für den Kapitalmarkt hat der Nominalzins durchaus eine sehr, sehr große Bedeutung. Also Sie sehen schon, Zinsen, komplexes Thema, Geldmarkt ist das eine, Zinsstrukturkurve und Bonitätsspreads sind das andere und dann müssen wir noch nominal und real denken und von daher auch viele Analysten ja der Meinung sind, dass der US-Aktienmarkt zu teuer ist, wenn die Zinsen in den USA ansteigen. Ich glaube, denen kann man zustimmen. Dann haben wir natürlich erstmal einen holprigen Weg hier in den USA natürlich vor uns, weil natürlich der sichere Zins im Anstieg erstmal das Risiko Aktien, die sogenannte Risikoprämie, natürlich verändern würde. Und das würde tendenziell meines Erachtens zu fallenden Preisen im US-Aktienmarkt führen. Also billig, teuer oder preiswert, schauen wir nochmal einen Blick auf den Aktienmarkt. Auch wieder erklärungsbedürftig, aber ganz ehrlich, die meisten Charts, die was aussagen, sind halt leider erklärungsbedürftig. Also was sehen wir hier? Wir gucken zunächst in den oberen Chart, also das ist der hier oben. Sie sehen hier Datenseite Anfang der 70er Jahre des letzten Jahrhunderts. Sie sehen an der linken Skala, sehen Sie den Verlauf des europäischen Aktienmarktes. Und da sehen wir im Endeffekt, hey, das war eine schöne Sache, der hat Anfang der 70er bei 100 begonnen. Ja, heute steht er, naja, ein gutes Stück drüber, also hat sich ver-x-facht, was wahrscheinlich irgendwo einer durchschnittlichen Rendite von etwas um die 7% entspricht, aber um den Kursstand geht es mir gar nicht, sondern mir geht es um die blaue Linie. Und was Sie hier sehen, bei den 0%, da geht es darum, dass wir uns das aktuelle Kurs-Gewinn-Verhältnis der Aktien betrachten und sagen, okay, wie viel bezahle ich momentan für den erwarteten Ertrag pro Aktie? Und da haben wir den 50-Jahres-Durchschnitt ausgerechnet, also doch einen relativ langen Zeitraum. Und wenn diese blaue Linie hier eben über dieser Nulllinie ist, dann sagt uns das nichts anderes, als dass wir momentan einen Aufschlag zahlen auf die 50er-Jahresbewertung. Und die aktuelle Prämie ist hier in Prozent dargestellt. Also wir kaufen momentan die erwarteten Unternehmensgewinne in Europa mit einem Aufschlag von 29,3% im Verhältnis zum Durchschnittspreis der letzten 50 Jahre. Also da sind wir eben entsprechend teurer. Aber, das müssen wir jetzt natürlich auch klar machen, wir haben heute natürlich auch ein ganz anderes Zinsniveau. In den 80er, 90er Jahren hatten wir zum Teil zweistellige Renditen für Anleihen oder wir hatten teilweise ja hohe einstellige Zinsen für sichere, sogenannte sichere Unternehmensanleihen. Also das muss man im Kontext sehen. Und deswegen, wenn man sich das hier mal langfristig betrachtet und auch den Aufschlag, den wir momentan zahlen, meines Erachtens nicht besonders spektakulär, weil wir müssen es ja auch in Relation zu den Zinsen setzen, aber wir sollten natürlich klar machen, wir haben natürlich momentan nicht ein Umfeld wie hier direkt nach der Krise 2008, 2009, wo wir wirklich eine historisch günstige Bewertung für den Aktienmarkt hatten und auch all diejenigen von Ihnen, die Ende 2008 hier nochmal groß in den Aktienmarkt eingestiegen sind, allein durch die Motivation ja der Abgeltungssteuer gab es ja auch eine steuerliche Motivation, zum Glück, damals einzusteigen und ich denke, alle, die bis zum 31.12.2008 hier langfristig in den Aktienmarkt investiert haben, die können sich heute freuen, weil es gab natürlich sehr, sehr schöne Renditen zu generieren, die letztendlich steuerfrei, aber Hand aufs Herz, heute sind sie natürlich auch 7 Jahre älter, wir haben heute natürlich auch gestiegene Risiken
auch am Markt. Also man sollte doch mal reflektieren, ob die eigene Aktienquote momentan noch zur Lebensplanung und dem Anlagehorizont passt. Unten haben wir Ihnen das gleiche dargestellt, mal für den S&P 500, also für den Leitindex aus den USA. Auch hier wieder 50-Jahres-Betrachtung. In links, wir beginnen wieder bei 100 für den Markt. Und Sie sehen, der Markt hat sich natürlich auch wiederum verX-facht. Ich denke, es müssen auch so um die 7% per anno sein. Und wir sehen, der Aufschlag liegt bei rund 24% auf den 50-Jahres-Durchschnitt. Sagt man, hey, warum ist denn USA günstiger als Europa? Nun, der Grund natürlich auch darin, dass natürlich Europa, da die Unternehmensgewinne in der Vergangenheit durch die Euro-Krise natürlich auch gelitten haben, hier natürlich ein Potenzial für steigende Gewinne hat, was der Markt natürlich auch erkennt. Und auf der anderen Seite die USA in Sachen Gewinnmargen das Ganze schon relativ ausgereizt haben. Aber wie gesagt, ich finde sowas immer wichtig, bei langfristigen Anlageprozessen sich klarzumachen, wo stehen wir denn momentan, wie hoch ist ein Aufschlag oder ein Abschlag und ist dieser Auf- oder Abschlag auch reflektiert durch A, meine eigenen Erwartungen und natürlich durch das Umfeld bei den Kapitalmärkten. Wo sind denn die größten Sensibelchen für einen Zinsanstieg? Und die größten Sensibelchen für einen Zinsanstieg in den USA sind naturgemäß die Segmente, die natürlich am stärksten auch als Zinsersatz dienen. Und dementsprechend hier mal dargestellt der Verlauf auf die letzten drei Monate. Und da sehen Sie einen Sektor, den es dann ordentlich auch getroffen hat. Das sind natürlich die Versorger. Also eben hier in Englisch die Utilities, weil die Versorger, die wurden oft gekauft, natürlich auch als Zinsersatz, wenn man sagt, naja, das sind solide Geschäftsmodelle, die sind durch die Wirtschaftspolitik auch nicht so bedroht wie hier in Deutschland oder Europa. Und meines Erachtens, deswegen, wenn wir uns momentan den Aktienmarkt anschauen, muss man sich in diesem Umfeld wirklich die Frage stellen, was wurde in der Vergangenheit auch stark als Zinsersatz gekauft, wie zum Beispiel auch Immobilienaktien, weil tendenziell das, was die größte Zinssensitivität im Positiven ausgewiesen hat in den letzten 6 bis 7 Jahren, das hat natürlich auch das größte Potenzial wiederum für Rückschläge. Also es macht hier Sinn, auch das Aktienportfolio mal auf die Zinssensitivität zu analysieren, um hier sich zumindest neutral aufzustellen, weil wenn sie nichts verändert haben, hat sich da die letzten 7 bis 8 Jahre aufgrund der Kursbewegung natürlich auch ein Ungleichgewicht hier letztendlich aufgebaut. Geschichte wiederholt sich nicht, aber sie reimt sich. Ich finde das hier sehr eine sehr, sehr schöne Darstellung, weil ja sehr viel auch über Indexinvestitionen gesprochen wird in der heutigen Zeit, die man über sogenannte Indexfonds, also börsengehandelte Fonds, ETFs investieren kann. Und Sie kennen unser Motto, auch ein Index ist nur ein Portfolio. Und was Sie hier mal sehen, ist für den US-Aktienmarkt, wiederum den S&P 500, die Gewichtung von einzelnen Sektoren innerhalb dieses Indizes. Weil beim Marktkapitalisierungsgewicht in Indizes ist die Message ganz einfach, je besser ein Sektor läuft, desto höher ist sein Gewinn, desto stärker steigen die Aktien und desto stärker ist dieses Sektorgewicht innerhalb dieses Indizes. Das heißt, je besser etwas gelaufen ist, desto größer ist das Gewicht. Also man agiert da im Endeffekt ein bisschen prozyklisch. Und wenn Sie das sich mal für die Vergangenheit anschauen, nehmen wir mal im Endeffekt die letzte große Blase, die wir hatten, also die Technologie- und Medienblase Ende der 90er, Anfang der 2000er Jahre. Da sehen Sie im Endeffekt, da hat dieser Bereich mehr als 30, fast 35% am S&P 500 ausgemacht. Danach sehen Sie spektakulärer Kursverfall. Dementsprechend hat das Gewicht des Sektors am Index wieder verloren. Gleiches haben wir gesehen natürlich auch vor der Finanzkrise. Sehen Sie, der Finanzsektor in Orange, der hat an Bedeutung stark zugenommen, war dann vor der Krise der wichtigste, doch, er war der wichtigste Sektor im Index. Danach hat es wiederum gescheppert. Der Index hat Die Sektor hat wieder an Bedeutung verloren. Also, was will ich damit einfach sagen? Wir sehen es ja auch in Deutschland. Immobilienaktien steigen in den DAX auf. Na, das ist immer das Gleiche. Wenn der Sektor gut gelaufen ist, steigt sein Anteil am Index. Die Marktkapitalisierung geht hoch. Also, deswegen, ein Index ist auch ein lebendes Gebilde und der kann Ihnen mal mehr oder mal weniger Risikostreuung liefern. Und das gilt sowohl als für Aktien als auch für Anleiheninvestments und dementsprechend sollte man sich auch immer die Indexzusammensetzung anschauen und wirklich schauen, sag mal, wie gestreut ist der eigentlich? Oder habe ich vielleicht hier analog des Euro-Stoxx 50 vor der Finanzkrise in Europa einen Index, bei dem viele glauben, na, das sind ja die 50 besten Unternehmen der Eurozone, aber am Ende des Tages sind das natürlich die 50 Unternehmen mit der höchsten Marktkapitalisierung. Und wenn der dann quasi aus Banken und Versicherungen besteht und das kracht am Finanzmarkt, dann haben sie eben einen Index, der extrem sensibel für sowas ist und das ist ein großes Thema. Also hier auf die Indizes schauen und nicht ganz so simplifiziert denken, wie es der ein oder andere Journalist oder auch Internetanbieter da momentan macht.
Gehen wir weg von den Aktien und schauen uns noch andere Vermögensklassen an. Dann haben wir dieses ökonomische Denken, dieses erwarteten Ertrages im Verhältnis zum Einkaufspreis, den ich heute zahle, auf andere Vermögensklassen ergänzt. Und da sehen Sie hier klar, bei einer deutschen 10-jährigen Staatsanleihe, wenn die Verzinsung unter 1% liegt, dann zahle ich natürlich mehr als das 100-fache für den Ertrag. Wenn Sie Unternehmensanleihen anschauen, dann zahlen wir das 60-fache des erwarteten Jahresertrages. Sehen Sie ja beim DAX, da sind wir relativ lange seitwärts gelaufen. Und das meines Erachtens auch ein wichtiger Punkt, nicht als Timing-Instrument, sondern zur Überprüfung, ob die aktuelle Positionierung, die Sie in Ihrem Portfolio oder Vermögen haben, zu Ihrer langfristigen Anlagestrategie passt, eben das hier auch mal zu plausibilisieren. Deswegen schauen Sie nicht nur auf die Indexstände, sondern schauen Sie auch auf das Kurs-Gewinn-Verhältnis, schauen Sie auch auf die relative Bewertung der verschiedenen Vermögensklassen, weil eins ist klar, natürlich muss ein Aktienmarkt in diesem Schaubild günstiger bewertet sein als der Anleihemarkt, weil natürlich die Erträge, der Gewinn aus einer Aktie, die sind natürlich weniger sicher als die Zahlung einer deutschen Staatsanleihe. Aber wie gesagt, Sie sehen es ja auch hier mal schön im Zeitverlauf. Gerade seit der Krise ist man bereit, von der Investorenseite immer mehr Geld für einen erwarteten sogenannten sicheren Ertrag zu bezahlen. Und irgendwann ist natürlich auch mal ein sicherer Ertrag so teuer bewertet, dass es ökonomisch nicht mehr ganz gesund ist. Deswegen Kurs-Gewinn-Verhältnis ein wichtiges Thema, neben natürlich anderen Analysefaktoren. Das gilt natürlich nicht nur für den Kapitalmarkt, das gilt auch für Immobilien. Und ich habe Ihnen mal ein Zitat mitgebracht von einer Website. Und Sie sehen es hier, der Nachfragedruck im Wohnimmobilienbereich ist nach wie vor sehr groß. Gilt sowohl für A- als auch B-Standorte. Und jetzt kommt es, institutionelle Investoren sind bereit, bis zum 22- bis 24-fachen der jährlichen Netto-Mieteinnahme für deutsche Kern- und Core-Plus-Immobilien zu zahlen. Also so hier der Kollege von Wolfram vom Engel und Völkers Investment Consulting, also das 22- bis 24-fache. Vereinfacht gesprochen, wenn Sie heute das 25-fache des erwarteten Nettoertrages zahlen, dann haben Sie eine Rendite von 4%, dann haben Sie noch kein Mietausfallrisiko, keine Instandhaltungskosten, keine Nebenkosten des Kaufes mit drin. Also, was will ich einfach nur sagen? Das Zinshaus als Kapitalanlage ist natürlich in Kombination mit den niedrigen Zinsen auch im Preis gestiegen. Und wenn natürlich die Mieten nicht in dem Maße mitsteigen, dann zahle ich heute natürlich mehr als in der Vergangenheit für den gleichen erwarteten Ertrag. Spannend finde ich noch, was die Mietsteigerung angeht. Wenn Sie sich momentan mal die Bewertung der börsennotierten Immobiliengesellschaften anschauen, dann sehen Sie hier in den Preisen drin eine unterstellte Mietsteigerung von durchschnittlich beinahe 5% pro Jahr. Also auch hier wiederum, ich glaube, man bezahlt momentan für die erwarteten Erträge zu viel. Und das gilt natürlich auch für den Immobilienbereich. Ich weiß nicht, wie es Ihnen geht, aber mir auf jedem Geburtstag, ob privat oder in der Firma, überall, alle wollen Immobilien kaufen. Wenn Sie mal mit Pensionskassen und Pensionsfonds reden, alle sagen Immobilie, Immobilie, Immobilie. Und ich glaube, wenn alle in die gleiche Richtung laufen, dann haben wir da natürlich auch ein Problem im Preis. Und deswegen, das ist nicht auf den Kapitalmarkt begrenzt, dieser Anlagenotstand, sondern bezieht sich auch natürlich auf die anderen Segmente. Das zu dem Thema, deswegen hier nochmal ein Leitfaden, warum Sie keine Meinung benötigen, um richtige Entscheidungen zu treffen. Und muss das natürlich hier verkürzen in einer Online-Konferenz, aber den einen oder anderen Aspekt habe ich Ihnen mit reingepackt. Also klar, wir haben eine Unsicherheit. Wir wissen alle nicht, wie geht es mit den US-Zinsen weiter, was passiert mit der Eurozone, wie finanzieren wir die Flüchtlingsthematik, wie geht es mit Griechenland weiter, wird sich vielleicht England oder Großbritannien aus der Europäischen Union verabschieden. Also schauen wir uns mal an, wie wir das versachlichen können. Also, meines Erachtens gibt es zwei übergeordnete Vermögensklassen. Es gibt einerseits Sachwerte, Aktien, Immobilien, Edelmetalle, Rohstoffe und auf der anderen Seite gibt es Geldwerte, Anleihen und deren Verpackungen wie Versicherungen, Versorgungswerke, Pensionskassen und so weiter. Und letztendlich ist es so, wenn ich zwei Wege habe, wie ich mein Geld anlegen kann, nämlich entweder in den Sachwert oder in den Geldwert und ich habe keine Ahnung, wie es weitergeht, ich bin vollkommen unsicher, dann würde ich mein Vermögen wie verteilen? 50-50. Also die Neutralposition ist für mich 50-50 und dazu muss ich natürlich erstmal wissen, okay, wie stehe ich heute? Das kann ich ermitteln mittels der Vermögensstrukturanalyse und dann schaue ich mir an, okay, wo stehe ich? Also 50-50 als Neutralposition, weil alles andere ist ja wiederum eine Meinung. Also wenn Sie, ich weiß nicht, ein Übergewicht in Geldwerten haben, dann heißt das ja, dass Sie eher davon ausgehen, dass die Inflation niedrig bleiben wird und dass die Zinsen irgendwann steigen. Wenn Sie sehr ein starkes Übergewicht in Sachwerten haben, dann heißt das, naja, ich glaube, die Inflation wird tendenziell irgendwann steigen, die Zinsen bleiben erstmal niedrig, weil ansonsten könnte man Ihre Positionierung nicht erklären. Also, wenn Sie nicht 50-50 aufgestellt sind, dann haben Sie im Endeffekt eine Meinung umgesetzt. Ich weiß, das ist Ihnen nicht klar, aber de facto ist es natürlich genau so.
Also für beide Töpfe gilt natürlich, Risikostreuung ist wichtig. Heißt bei den Sachwerten, ich muss immer eine gewisse Anzahl von Titeln streuen. Das gilt für Aktien genauso wie für Immobilien. Ich muss das Ganze regional natürlich auch streuen und natürlich auch die Charakteristika müssen unterschiedlich sein. Also sprich, eine Value-Aktie in USA verhält sich anders als eine Wachstumsaktie in Europa. Eine Aktie in den Schwellenländern verhält sich anders als eine Aktie in Schweden. Eine günstig bewertete Aktie, sogenannte Value-Aktien, haben andere erwartete Renditen als ein gut gelaufener Wachstumstitel. Und also in der Kombination Mischung und Streuung hier ist das Gebot, was zeitlos ist. Und bei den Geldwerten gilt natürlich auch, ich brauche verschiedene Schuldner, ich brauche verschiedene Währungen, respektive auch verschiedene Rechtsräume, also auch hier globale Streuung für die Geldwerte, eben nicht nur im Euro investiert, sondern eben auch Fremdwährungen zu besitzen und eben nicht nur vielleicht auch deutsche Anleihen zu kaufen mit dem deutschen Staat als Schuldner oder europäische Anleihen mit europäischen Staaten, sondern auch natürlich auch andere Schuldner quer über den Globus verteilt. Also hier für beide Töpfe gilt, Risikostreuung ist wichtig. Jetzt können wir uns fragen, sind die Vermögenspreise jetzt billig, teuer oder preiswert? Ich denke, eine Indikation habe ich Ihnen vorher schon gegeben. Und auch hier gilt, wenn wir keine Ahnung haben, wo wir stehen, weil wir könnten argumentieren, dass vieles teuer geworden ist, weil die Zinsen nur niedrig sind und der Anlagenotstand groß ist. Tendenziell ist das am teuersten, was die größte Zinssensitivität hat. Auf der anderen Seite könnten wir aber auch für die nächsten 20 Jahre niedrige Realzinsen haben. Und dann muss man sagen, na, dann ist doch ein deutscher Aktienmarkt mit dem 14-15-fachen der Jahresgewinne, ist doch momentan ein Schnäppchen, weil irgendwann werden Anleger auch bereit sein, das 20- oder 25-fache zu bezahlen. Keiner weiß es, Anleihen oder ein Blick in die Vergangenheit nutzt uns wenig, weil die historische Blaupause ist nur begrenzt nutzbar. Deswegen auch hier, wenn ich keine Ahnung habe, wie es weitergeht, investiere ich 50-50. Was bedeutet 50-50 in diesem Kontext? Mit 50% meines Vermögens setze ich darauf, dass die Preise sich weiter verteuern. Mit den anderen 50% setze ich auf Strategien, die auch dann profitieren können, wenn Vermögenspreise fallen oder seitwärts laufen, sogenannte relative Strategien. Aber Sie sehen es hier. Sachlicher Umgang mit dem Thema, 50-50 auf der Vermögensebene zwischen Geld und Sachwerten, Basis die Vermögensstrukturanalyse, dann, wenn Ihnen das klar ist, in der Neutralposition 50% auf etwas, wo Sie daran partizipieren, wenn die Märkte steigen, dann gibt es Rückenwind und 50% etwas mehr schwieriger umzusetzen, natürlich dann zu profitieren, wenn hier die Märkte seitwärts laufen oder fallen. Deswegen segeln oder rudern. Ganz einfach dargestellt, wann sollte man segeln, wann sollte man den Rückenwind nutzen, den der Kapitalmarkt bietet. Tendenziell haben wir die Zinsen hoch sind. Warum? Hohe Zinsen können fallen. Fallende Zinsen heißt, dass Anleger bereit sind, mehr für den gleichen erwarteten Cashflow zu bezahlen. Also fallende Zinsen sind sehr gut für Vermögenspreise. Momentan sind die Zinsen leider nicht hoch, sondern niedrig. Und auf der anderen Seite natürlich bei den Bewertungen, sprich Kurs-Gewinn-Verhältnis oder Kurs-Buch-Verhältnis und andere Bewertungskennzahlen, wenn die Bewertungen niedrig sind, dann können sie steigen. Also das ideale Umfeld, um in die Märkte zu investieren, um einfach Aktienindizes zu kaufen, das war 2008, 2009. Weil damals hatten wir Zinsen auf einem Niveau, die für die dann folgende wirtschaftliche Phase der Stagnation viel zu hoch waren, also die konnten massiv fallen und die Bewertungen waren damals durch die Finanzkrise sehr, sehr niedrig. Deswegen sagen ja reine 2008, 2009 war eine Generationenchance, so billig Vermögenswerte einzusammeln, wie vielleicht auch für lange Zeit nicht. Also segeln, einfach und angenehm. Ich lasse mich einfach mit dem Markt mittreiben. Tendenziell werden solche Strategien immer dann stark promotet, wenn die Märkte jetzt 5, 6, 7 Jahre lang gestiegen sind. Erklärt wahrscheinlich auch die Popularität von Indexfonds, weil die Vergangenheitswerte sehen natürlich toll aus. Wie segelt man häufig heute etwas effizienter? Sie wissen, wir haben uns am norwegischen Staatsfonds als größten globalen Anleger orientiert und die Jungs sind ziemlich clever auf der wissenschaftlichen Basis und in der Umsetzung ihrer Anlagestrategie und die haben festgestellt, na, wir wollen nicht einfach nur den Markt kaufen, das ist eben der globale Aktienmarkt, weil wir stellen ja fest, in den verschiedenen Kategorien des Aktienmarktes, von großen Unternehmen über kleine Unternehmen, von Wachstumstiteln zu Substanzaktien, da stellen wir ja fest, ja Moment mal kurz, wenn wir hier einfach nur den Aktienmarkt kaufen über den Markt, dann ist ein Großteil des Vermögens in großen Titeln investiert. Das kommt aus dieser Marktkapitalisierungsberechnung. Wir wollen eigentlich diversifizierter sein und das ist auch etwas, was wir umgesetzt haben. Sehen Sie auch bei der regionalen Verteilung der globale Aktienmarkt tendenziell ungefähr bei 62% Nordamerika, also sprich USA und Kanada, Europa nur mit 25% gewichtet. Und wir haben auch gesagt, das macht ja eigentlich keinen Sinn. Wir wollen einen breiteren Mix haben. Und beim Thema Bewertung natürlich auch noch das Preis-Buch-Verhältnis. Der Markt hier bewertet, das ist jetzt auch schon 2 Monate alt, mit dem Zweifachen des Preis-Buch-Verhältnisses. Und den Mix, den wir hier zusammengestellt haben,
nur mit 1,5-fachen bewertet, also eben günstiger. Und bei der Unternehmensgröße sehen Sie auch, der Markt bei hier bei 93 und im Portfolio ist es niedriger. Also sprich, was will ich Ihnen sagen? Aktien, ja, Segeln gehört natürlich dazu, aber muss effizienter machen und viel, viel breiter streuen, als einfach nur 6 oder 7 Aktien aus zwei Ländern zu kaufen. Sie müssen viel, viel breiter streuen. In dem Beispiel sind es ungefähr 8.000 bis 9.000 Aktien, die wir hier mittels institutioneller Fonds in einem Portfolio zusammengesetzt haben. Und ja, Sie sehen hier mal den Bericht aus dem norwegischen Staatsfonds. Vom norwegischen Staatsfonds. Und da sehen Sie aber auch, die haben dieses Jahr mit ihren Aktieninvestitionen im Minus gemacht bis zum 30.09. Das will ich Ihnen auch sagen. Wenn Sie Aktienmarktinvestitionen tätigen, egal über welches Vehikel, ob Sie selbst Aktien kaufen, ob Sie ETFs kaufen, Investmentfonds oder vorgebundene Versicherungen, weiß der Teufel. Also sprich, bei Aktien negative Phasen gehören dazu, wie es beim Segeln eben auch ist. Sie haben mal starken Rückenwind, dann ist es ja sehr einfach, schnell voranzukommen, aber es gibt eben auch mal eine Flaute oder Gegenwind und das muss man einfach einkalkulieren. Nächste Frage, könnten Sie schon die Unterlagen zur Verfügung stellen, da bei mir der Termin vor der Türe steht, aber bekommen wir das per Mail? Sie bekommen natürlich im Nachgang auch nochmal die Videozusammenfassung als Aufzeichnung per E-Mail. Also wie gesagt, ne, das war das Thema Segeln, aber nicht einfach nur zwei, drei Aktien raussuchen, sondern sophisticated heißt globale Streuung, verschiedene Bewertungen und die Nachteile Marktkapitalisierungsgewichte der Indizes erkennen und durch eine breitere Streuung reduzieren. Ihr Portfolio wird sich bei Ihnen bedanken in Form von geringeren Schwankungen und das ist ja, glaube ich, auch für uns alle psychologisch doch angenehmer. Wie gesagt, schauen Sie sich den norwegischen Staatsfonds an, aber auch da haben wir alle Informationen natürlich bereitgestellt. Wie sieht es aus, wenn die Zinsen niedrig sind und die Bewertungen hoch? Also ja, durchaus etwas, wo wir heute einen Haken dran machen können, weil die Zinsen sind heute definitiv niedrig. Hohe Bewertungen, da müssen wir ein Fragezeichen dran machen, weil die Frage ist, in welchem Kontext sind sie hoch? Historisch gesehen haben wir einen kleinen Aufschlag im Verhältnis zum Zinsniveau, sind wir wahrscheinlich sogar noch günstig bewertet. Also wir wissen es eben nicht. Unseres Erachtens liegt da durchaus ein Sinn drin, das eben zu kombinieren. Ja, also sprich, ich brauche auch Strategien, die dann eine Wertentwicklung generieren können, wenn die Märkte mal seitwärts laufen oder fallen, die einfach andere Strategien nutzen. Und das haben wir auch mal hier zusammengestellt, mal exemplarisch über ein Strategiedepot, was 10 bis 12 solcher Strategien verbindet. Und dann sehen Sie hier der grüne Verlauf im Vergleich zum Aktienmarkt. Zum globalen Aktienmarkt mit Währungssicherung. Da sehen Sie, das war in der Vergangenheit eigentlich auch schon ganz gut. Heißt aber natürlich auch, und das muss man ganz klar sagen, in dem Moment, wo ich alternative Anlagestrategien einsetze, dann werde ich in Phasen, wo der Aktienmarkt sich sehr stark entwickelt, das sehen Sie hier in Blau, da werde ich in solchen Phasen, werde ich immer mit dem Aktienmarkt mehr verdienen. Aber da wir es ja nicht wissen und wir in der Neutralposition von unserem 50-50-Ansatz ausgehen, gehören die Alternativen meines Erachtens mit ins Portfolio. Dann noch ein wichtiger Punkt, vielleicht auch nur für die Finanzdienstleister unter Ihnen. Ich versuche es so zu erklären, dass es ja jeder versteht. Ich habe Ihnen hier mal verschiedene alternative Marktstrategien zusammengefasst. Die verfolgen unterschiedliche Strategien. Und was Sie hier sehen, ist nicht die Kursentwicklung, sondern das ist jeweils die Korrelation der jeweiligen Anlagestrategie mit dem Aktienmarkt. Also Korrelation ist der statistische Zusammenhang, ist quasi der Gleichlauf. Und das Ziel ist letztendlich zu sagen, ich versuche hier verschiedene Strategien zu kombinieren, die untereinander sich unterschiedlich entwickeln, die aber zusätzlich eben auch noch eine geringe Abhängigkeit zum globalen Aktienmarkt haben, weil den Aktienmarkt bilde ich ja schon über meine Segelkomponente entsprechend ab. Und was ich Ihnen hier einfach mal zeigen möchte, wie gesagt, die Kollegen schimpfen wahrscheinlich wieder, weil es fachlich zu tief ist, aber ich will es Ihnen einfach mal zeigen. Oft werden dann Strategien promotet, die in der Vergangenheit sich relativ unabhängig vom globalen Aktienmarkt entwickelt haben. Aber wie Sie es hier sehen, ist bei Null ist quasi die perfekte Korrelation, da gibt es nämlich gar keine. Aber wie Sie es hier sehen, auch dieses Verhältnis zum Aktienmarkt ist nicht stabil. Sie sehen mal hier, haben Sie eben eine Strategie, welche nehmen wir denn mal? Die haben Sie vielleicht hier gekauft, 2011, 2000, ja doch Mitte 2011. Da war der Gleichlauf mit dem Aktienmarkt relativ niedrig. Dann war sie im Endeffekt ein gutes Stück höher. Und das heißt natürlich, im Portfolio-Kontext kriege ich jetzt eigentlich nicht das, was ich mit dieser Strategie haben wollte, weil der Gleichlauf zum Aktienmarkt ist jetzt gestiegen und für Aktienmärkte habe ich ja was anderes. Ich glaube, dieses Thema Risikomanagement im Portfolio mit Korrelationen und auch statistischen Themen, das werden wir nochmal separat in einem Seminar behandeln. Aber ich wollte es jetzt Ihnen nochmal auch mal zeigen, dass Sie mal sehen, wie tickt sowas und warum macht es Sinn, jetzt darüber nachzudenken,
jetzt darüber nachzudenken, wo wir eben genau diese Thematik haben mit Zinserhöhungen in den USA. Man wird über die Berechtigung von Preisen und Bewertungen anfangen zu diskutieren, wenn eben hier im Markt wirklich die Zinsen steigen. Wie gesagt, segeln ist das eine. Marktabhängig läuft toll, wenn die Preise steigen. Natürlich läuft schlecht, wenn die Preise fallen. Das kann ich natürlich zeitgemäß gut umsetzen. Und auf der anderen Seite rudern, sogenannte alternative Strategien, die für sich unterschiedlich funktionieren sollten, bei der mal die eine besser funktioniert als die andere, aber in der Kombination kann ich dadurch stabile Ergebnisse erzielen. Und wir haben beides investierbar gemacht, jeweils über zwei strategische Vermögensverwaltungen auf Investmentfondsbasis. Die nächste Frage ist, wie kann man außer mit ETFs, also Indexfonds oder Investmentfonds, eine sehr breite Unternehmenspalette in sein Depot nehmen? Also das hängt ein bisschen darauf ab, wie hoch der Grad der Korrelation oder der Grad der Risikostreuung am Markt momentan ist. Wir sagen typischerweise, ein Einzelaktiendepot fangen wir nicht an, unter 250.000 Euro zu konstruieren, weil sie dann einfach nicht genügend Titel beisammen kriegen, um eine vernünftige Risikostreuung zu haben. Und dann auch mit den Kaufkosten, dann macht es dann eher Sinn, einen institutionellen Investmentfonds zu kaufen, weil den kriege ich im Endeffekt zu einer sehr günstigen Kostenquote und habe dann eine 3.000 bis 3.500 Titel drin. Also von daher, es kommt wiederum auf Ihre Vermögensstruktur an. Je mehr Vermögen Sie haben, desto mehr können Sie individuell machen auf der Aktienseite. Je weniger Vermögen Sie haben, desto die sollte ich mit einer breiten Basis anfangen. Und da haben wir ja mittlerweile auch die Möglichkeit, ja sehr, sehr schöne, sehr breit strukturierte Portfolios zu machen, die in der Risikostreuung auf der Kapitalmarktseite mit Wertpapieren fast an das Niveau des norwegischen Staatsfonds rankommen. Also man muss die Instrumente nutzen, sind ja auch da und wir haben ja auch da entsprechend einiges zusammengestellt. Ja, der hier jetzt jemand geschrieben, das haben Sie auch in Ihrem Paktor-Portfolio umgesetzt. Ja, genau. Klar, das haben wir, ist natürlich ein Thema, was ja auch schon seit 3 Jahren live ist. Und wenn ich den Namen richtig gesehen habe, sind ja auch einige von Ihnen hier investiert, also klar, marktabhängig hier, voll nach oben, aber auch voll nach unten, aber eben etwas mehr sophisticated und nicht einfach nur in den Index oder mit 5 Aktien investiert, weil eins dürfte auch klar sein, Sie können mit 5 Aktien in den Aktienmarkt investieren oder mit 10.000 und man dürfte wohl erwarten, dass eine Struktur mit 10.000 Aktien ein stabileres Verhalten und weniger starke Rückgänge zeigt, als wenn Sie eben nur 5 Aktien kaufen. Ich denke, das ist jedem klar, aber Sie sehen es auch hier oben, wenn wir dann etwas auch komplexere Ansätze nutzen, da ist eben die Überwachung wichtig. Warum ist die Überwachung wichtig? Weil Sie sehen auch, das Verhalten der einzelnen Strategien ändert sich im Zeitablauf und deswegen viele schauen leider Gottes immer nur auf die Vergangenheit und sagen, wie hat sich in der Vergangenheit etwas entwickelt? Aber wir müssen uns ja fragen, wie sind denn die Eigenschaften, die man für die Zukunft erwarten kann? Und dementsprechend muss man hier noch ein bisschen mehr Hirnschmalz reinstecken. Also, meine Damen und Herren, Segeln und Rudern haben wir auch mal kurz zusammengefasst. Fazit, was tun wir für Sie? Ich denke, das ist auch nochmal ein wichtiges Thema. Die Frage kommt ja häufiger mal und wir tun das natürlich hier nicht nur hier lokal, sondern sind ja auch deutschlandweit im Endeffekt vertreten, sei es über Partner, sei es entsprechend über hier die Möglichkeiten, die moderne Technik mit Face-to-Face-Online-Konferenzen und Skype und ähnliches bietet. Also was tun wir für Sie? Meines Erachtens wichtig ist erstmal die Definition der finanziellen Ziele. Häufig ist es so, es gibt gar keine finanziellen Ziele. Und die Frage ist ja, wenn Sie keine finanziellen Ziele haben, wozu legen Sie dann Geld an? Ist ja wie mit dem Urlaub. Sie sollten schon wissen, wollen Sie eher in die Berge? Dann macht es Sinn, mal Reisekataloge für Österreich und die Schweiz anzuschauen. Oder wollen Sie letztendlich eher ans Meer? Dann werden Sie tendenziell einen anderen Katalog sich anschauen. Und da fehlt es meines Erachtens bei vielen Anlegern. Es gibt keine finanziellen Ziele. Man weiß nicht genau, wofür man das Geld eigentlich verwenden möchte. Also werden Entscheidungen aus dem Bauch getroffen. Es gibt dann einen Flickenteppich von Produkten. Und bei der nächsten Krise stellt man fest, naja, irgendwie hat das ja alles gar nicht zu mir gepasst. Und jetzt die Unzufriedenheit groß. Und dann heißt es, der Kapitalmarkt funktioniert nicht. Aber oft liegt es vielleicht auch an einem selbst. Ist ja auch so ein bisschen wie mit der Ernährung. Jeder von uns weiß, bisschen weniger Kohlenhydrate, bisschen mehr Eiweiß, weniger Joggen, ein bisschen mehr hochintensives Intervalltraining und schon klappt es im Waschbrettbauch. Die Informationen finden Sie alle im Internet, die sind toll in den Büchern beschrieben, aber ich glaube, im Durchschnitt haben die meisten keinen Waschbrettbauch. Warum? Weil zwischen theoretischem Wissen und der praktischer Umsetzung im echten Leben sind es halt zwei Paar Schuhe und da funktioniert eben nicht alles so einfach wie in einem simplen Presseartikel oder irgendeinem Lehrbuch. Wichtige Diskussion auch hier an der Stelle, was ist Rücklage, was ist Kapitalanlage, weil wenn Sie immer nur Rücklagen aneinander reihen, also Tagesgeldkonten oder Sparbuch, weil Sie nicht wissen, was Sie mit Ihrem Geld tun, dann bekommen Sie heute keinen Zins mehr. Also ist es wichtig zu sagen, was ist Rücklage,
Dafür lege ich aufs Tagesgeldkonto. Was ist Kapitalanlage? Dafür habe ich vielleicht verschiedene Zeiträume, weil ich einen Teil meines Geldes für die Ausbildung der Kinder einsetze. Einen anderen Teil setze ich ein, um meine eigene Altersvorsorge aufzubauen. Einen anderen Teil vielleicht, weil ich noch einen gewissen Kapitalstock brauche, um irgendwann mal Geschwister auszuzahlen, weil die haben eben ich habe eben von meinen Eltern schon ein Erbe bekommen und muss dann mal Geschwister auszahlen. Also da gibt es ganz, ganz viele Themen. Das muss man eben auch hier mal definieren. Im nächsten Schritt ist es so, die notwendige Rendite zu ermitteln. Das heißt, finanzmathematisch, wo stehe ich heute, wo will ich hin, welche Rendite brauche ich dazu? Das ist Finanzmathematik, natürlich unter Berücksichtigung von Steuern und sonstigen Aspekten. Und dann gilt es, diese Rendite abzugleichen mit dem aktuellen Kapitalmarktumfeld. Wie sind die Zinsen und Renditen? Und wie sind denn plausible Zukunftsannahmen für den Aktienmarkt? Und diese Zukunftsannahmen im langfristigen Kontext hängen natürlich vom heutigen Bewertungsniveau ab. Vereinfacht gesprochen kann man sagen, je höher ich einsteige, was das Bewertungsniveau betrifft, desto niedriger werden meine erwarteten Erträge für die nächsten 10 Jahre sein. Ne? Kaufleute wissen, im Einkauf liegt der Gewinn. Wenn das so ist, muss ich gegebenenfalls meine Strategie anpassen. Tendenziell macht es vielleicht auch Sinn, meine Strategie nicht auf einen Schlag umzusetzen, sondern das sukzessive im Portfolio umzusetzen. Wenn Sie dann die entsprechenden Vermögensklassen definiert haben, dann muss das mit der finanziellen Risikobereitschaft abgeglichen sein. Ist so wie die finanzielle Schuhgröße. Der meines Erachtens Weltmarktführer kommt aus Australien, nennt sich Finametrica. Sie können ja die Zugangsdaten zu diesem 25, den Test mit 25 Fragen kostenfrei bei uns anfordern. Also wenn man das auch gemacht hat, dann definiert man eben in Schritt 6, okay, welche Vermögensklassen brauche ich, welche Instrumente soll es sein? Und das schreibe ich am besten auch mal schriftlich nieder und im Nachgang geht es dann darum, das regelmäßig, zumindest einmal im Jahr, eben abzugleichen und zu schauen, passt die Anlagestrategie noch zu meiner Vermögensstruktur, wie haben sich Zinserwartungen, Inflation und mein persönliches Umfeld verändert, um die Planung zu erschließen. Und wenn man da dann letztendlich sagt, okay, Haken dran, ja, so sieht es momentan aus, da fühle ich mich selbst wieder, dann helfen mir natürlich dabei, das Ganze kosteneffizient und bankenunabhängig umzusetzen, wie hier beispielsweise auch die beiden Strategien, die Faktorstrategien für den Bereich Segeln oder hier die Alternative-Strategie für den Bereich Rudern. Ja, meine Damen und Herren, ich wäre dann am Ende 18:57 Uhr, eine knappe Stunde. Wenn Sie noch Fragen haben, können Sie die natürlich jetzt jederzeit gerne stellen. Dann gehen wir gerne drauf ein. Ansonsten natürlich auch gerne im Nachgang, schreiben Sie uns eine E-Mail oder rufen einfach durch. Ich habe ja mittlerweile auch lernen müssen, dass man weniger solche Sachen dann eben auch direkt im Anschluss stellt, sondern man erklärt das dann telefonisch. Finde ich eigentlich auch ganz gut. Persönlich ist dann oft auch besser, als jetzt einfach nur auch zu schreiben. Aber hier haben wir noch eine Frage. Ich konnte erst ab 18:37 Uhr deutscher Zeit Ihren Vortrag verfolgen. Wie komme ich an den davorigen Teil? Runterladen, auch Zeitversetzung, Präsentation. Also, was Sie im Endeffekt bekommen, Sie bekommen im Nachgang nochmal auch einen Link. Und auf dem Link wird sowohl das Video zur Verfügung stehen, als auch noch Hintergrundinformationen zu den eben genannten Aspekten, sodass Sie es in Ruhe anschauen können und auch nochmal das ein oder andere, was ich jetzt natürlich aufgrund der Zeit nur anreißen konnte, nochmal ein bisschen vertiefter erklärt bekommen. Also da sollten alle Informationen zur Verfügung stehen und im Nachgang, wie gesagt, stehen wir natürlich auch entsprechend für konkretere Fragen zur Verfügung. Ja, meine Damen und Herren, wenn wir keine Fragen mehr haben, dann darf ich mich bei Ihnen für die Aufmerksamkeit bedanken. Wünsche Ihnen allen noch einen schönen Abend und eine gute Woche. Auch hier noch der Hinweis auf unseren letztmaligen Kapitalmarktdialog in diesem Jahr. Der wird stattfinden, ich glaube, am 7.12. Das ist diesmal ein Montag. Am 3.12. ist der Zinsentscheid der US-Notenbank und das ist natürlich ein relativ wichtiges Datum. Ich glaube, das ist dann der Donnerstag und direkt am Montag darauf wird der Kapitalmarktdialog stattfinden. Wir haben es extra so nah an den Notenbankentscheid gelegt, um schon mal 2 Handelstage zu haben, wo wir die Marktreaktion sehen. Sagen wir mal, wie reagiert denn Gold? Was passiert am Aktienmarkt? Wie verändern sich die Anleiherenditen und auch natürlich die Währungen? Aber gleichzeitig auch zeitlich so nah dran zu sein, dass man sagen kann, Moment, was heißt das jetzt für die Anlagestrategie? Was sind Punkte, mit denen ich mich doch jetzt vielleicht zeitnah mal auseinandersetzen? Und da der 7.12. 18 Uhr wird die nächste Online-Konferenz sein. Ja, in diesem Sinne, vielen Dank für Ihre Aufmerksamkeit. Kommen Sie gut nach Hause, haben Sie einen schönen Abend. Bis bald, auf Wiedersehen.